Hier sprechen wieder Mio und Ustra und ihr seht eine weitere Folge Harvest Moon Back to Nature. Hallo Mio! Nein, ich tu's nicht! Mach doch! Hallöchen. Die Geburt soll heute stattfinden und du weißt ja zum Glück noch den Namen. Kira. Ja. Kira. Ja. Ja. Das Küken ist aus dem Ei geschlüpft. Es braucht einen Namen. Kira. Warum eigentlich? Warum brauchen die Hühner eigentlich Namen? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Und normalerweise, wenn man die doch verkauft und essen will oder so, ich würd dem Huhn, das ich essen will, keinen Namen geben, weil dann könnte ich es nicht schlachten. Du bist so ein sensibles Ei. Jetzt haben wir noch einen. Ach, guck mal, Zeichen gibt's auch noch. Wir können auch ein Herzchen da dran machen. Aber das wusste ich gar nicht. Nein, wir bevorzugen Kira nicht. Nein. Hör auf. Warum nicht? Mal so eine Pfote, warum auch immer. Oder hier so eine Mistgabel. Ja, Kira ist der Teufel. Ein Fisch. Nein, die anderen haben auch kein Zeichen gekriegt. Na gut, okay. Das hätte extra geschrieben werden müssen. Ist der Name okay? Ja. Ja. So. Ich habe mich verschluckt. Meine Familie ist größer geworden. Zeit, noch härter zu arbeiten. Das ist ja nicht mein Problem. Der sagt auch nie was anderes, ne? Nö, eigentlich nicht. Wie unfreundlich bist du eigentlich zu mir? Guck mal, der Doggy, der Ball. Fein. Guck mal, der Ball. Guck mal, der Doggy. Dicke Nutzt. Was gibt's denn morgen für ein Wetter, ey? Sun and Sign. Hier, das ist übrigens hier auch, das ist hier diese Action-Serie, die gucke ich eigentlich immer ganz gerne. Mechabot Ultron in Sommerferien. Machen Sie beim Fernsehen Licht an und halten Sie genügend Abstand vom Bildschirm. Warum nicht Episode an? 10. Damit du keine Epilepsie kriegst. Episode 10. Die Lichtbrigade. Eigenname. Bläuing. Glitzer, Glitzer, Glitzer aus dem Licht erscheinen. Blau in einem blauen Kampfanzug, gelb in einem gelben Kampfanzug, grün in einem grünen Kampfanzug. Okay, pusten wir die Wolke weg. Krach, platsch, platsch, platsch. Es gelingt den vier Freunden, in ihren Ultra-Anzügen die Leute im Pool zu retten. Okay. Ja, also ich finde die Ernte-Ranger bei mir viel lustiger. Das macht mir Angst. Komisch, komisch. Komisches Zeug. Wir haben die Serie wieder dabei. Die gibst du? Meine Serie ist viel lustiger. Ja, die ist besser. Ich wollte mal gucken, welches Fest als nächstes ansteht. Das Schafsfest. Genau, dann brauche ich gar nicht die Schere mitnehmen. Hast du letztes Mal schon übrigens gesagt, ja, dass du nicht weiß, die Schere mitnehmen. Ja, ich weiß. Aber ich bin da immer so vergesslich bei solchen Sachen. Ich weiß. Du weißt ja, ich bereite die Folgen nicht vor, ich drücke da einfach drauf und leg dann los. Ich weiß nicht, ob das immer so klug ist, aber ich mache das trotzdem so. So. Heute müssen wir auch wieder dem jungen Mann helfen um 10 Uhr bei seinen Trauben. Genau. Trauben. Da werden wir mal schauen. Guten Morgen, Gerdel. Nicht den Hammer, nicht die Axt und nicht die Sichel. Ich habe eigentlich die Bürste gesucht. Guten Morgen. Wolltest du... Boah, du bist so schön warm, ne? Ja, ich weiß. So, also ehrlich, Freddy. Du siehst aber heute glücklich aus. Also den Stall haben wir jetzt komplett besetzt. Das müssen wir jetzt auch mal dazu sagen. Ja, der Stall ist komplett besetzt. Wir genau. Können nur noch Pupuri und Mio verkaufen. Genau. Und dann ist alles gut. Dann könnte man das machen, um neue Hühner zu machen. Sonst haben wir natürlich auch noch die Möglichkeiten, Schafe und Kühe zu holen. Da ist ja schon ein Kuhname gefallen. Echt? Jemand hätte nehmen können, ja. Ja, da wollte doch jemand seine Freundin ärgern. Ach so, ja, ja. Aber wir haben gesagt, wir sind nicht so mies. Wir sind nicht so mies. Darum geht's ja nicht. Nein, es geht darum, wir müssen mal gucken, ob wir das dann hinkriegen. Dann, weil Kühe und so ein Blödsinn sind immer mega teuer. Deswegen. Aber wir haben doch das Geld. Ja, aber... Weiß ich auch noch nicht. Hör auf, so geizig zu sein. Ja, ich versuche ja mein Bestes. Hallo, Listi. Hallo, Listi, genau. Jetzt gehe ich eben noch den Hühners. Normalerweise müssten jetzt auch die kleinen Hühner von vorher groß sein. Das müsste jetzt ungefähr die Zeit sein. Ich wollte hier mit dem Hammer auch mal vernünftig die Felder definieren und so. Das müssen wir alles nochmal machen. Das mache ich aber dann erst im nächsten Jahr, denke ich. Das mache ich jetzt nicht mehr dieses Jahr. Weil, wenn der Winter kommt, ist eh gelaufen. Nö, die sind alle klein. Ja, ist aber auch schön. Drei kleine gelbe Flauschis. So. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Küken sehe, ich will die knuddeln. Ich finde die auch mega süß. Ja, aber das Problem ist, du kannst sie gar nicht so gut knuddeln. Nee. Also, ich habe es schon öfter probiert, aber es funktioniert. Ich finde die aber auch so zum Anschauen. Das sind echt nette Viecher. Also hier sehen die echt nur wie Glühbirnen aus. Das stimmt. Oder das hier von wie hieß der? Sockenknäuel oder wie heißt der? Wollknäuel, Sockenbart. Ja, genau. Wollknäuel.
seine Heilungsdinger da, die er produzieren kann. Das sind keine Heilungsdinger. Sie heilen. Du weißt doch, was das ist. Ja, ich weiß, was das ist. Ich nenne sie jetzt Heilungsdinger, okay? Okay, ja, die sehen so ähnlich aus. Ja, die sehen so ähnlich aus. Aus wie kleine Geister. Ja, genau. Was? So, zwei Stück können wir hier noch reinfüllen. Warum? Ja. Ja, und dann haben wir drei übrig, dann... Oder wir schmeißen einfach daneben. Ja, wir schmeißen einfach daneben. Sind einfach wieder im Ustra-Stil. Yay! Yay. Ich wollte immer ins Inventar gucken. Ich habe noch zwei Blumen dabei. Ich komme gar nicht dazu, irgendwelchen Leuten Blumen zu geben. Oh, du hast das Huhn mit rausgeschubst. Nein, oh, nicht. Schade. Irgendwer bollert bei uns nebenan so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, aber es klingt sehr interessant. Hammer. Weiß nicht, meine Nachbarn meinen wieder, die sind Schlagzeug allein. Spielen zu können. Die sind alleine in der ganzen Nachbarschaft. Oh, das war der Honig. Das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen... Das ist ja ein bisschen peinlich, ne? Ein bisschen peinlich. Ich würde ja gerne los nicht. Noch irgendwelche, halt Blumen oder sowas. Ja, geh doch holen. Ja, ich habe ja Blumen, aber ich krieg die ja nicht weg. Ich werde die ja nicht los. Die sind ja alle noch nicht da. Die sind auch erst alle um 10 Uhr da. Aber um 10 Uhr muss ich auch wieder nach den Typen da. Mm. Aber ist egal, dann muss ich mal schauen, wie ich das hinpacke. Ach Mann, du kannst ja auch nirgendwo hinpacken, ne? Wie hinpacken? Die Blumen. Die gehen ja nicht verloren. Klar, ich kann sie ins Haus packen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe nach dem Gießen, dann gucke ich mal, dass ich noch irgendwie in die Stadt komme, um eventuell noch mal ein oder zwei Frauen wenigstens zu sehen. Zu beglücken. Ja, zu beglücken, dafür habe ich keine Zeit. Ein kleiner Quicken. Ein bisschen Quicken. Stimmt. Gibt es diese Karte eigentlich wirklich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Eventuell. Klar, das ist wahrscheinlich ein Playback hier. Wir quatschen nur voreinander her. Tut mir leid. Wir gucken nur österreichisches Fernsehen, weil die Satellitenschüssel ist so eingestellt und da kriegt man natürlich dann auch österreichische Werbung und die ist ein bisschen wunderschön, anders. Die ist wunderschön. So, jetzt kann ich aber losgehen. Nee, hat noch eins gießen. Ganz so. Genau gepasst. Ich hoffe, der Typ ist auch wieder da hier, der Helferlein, der Cliff. Ja, dem hat's doch gefallen. Ah ja, stimmt, hast du ja gesagt. Der fand das ganz toll. Hallo? Achso, ach nee, ich muss rein. Nicht, schon 10:20 Uhr. Ja, das geht schon. Ich denke mal, da ist die nicht so, die Frau. Genau. Ein Glück. Du bist das. Achso, es wäre nett, wenn du bis 17 Uhr helfen könntest. Ist das möglich? Warum sind wir heute abwesend? Ja, ich würde gerne helfen. Ja, bei uns ist Schützenfest, wir waren gerade da. Genau. Aber wir sind nicht betrunken. Nee, wir sind nicht betrunken. Wir konnten da gar nichts trinken. Das genau. Ist so teuer. Und voll. Das will man gar nicht. Aber wir sind mal drüber geschlendert und das Wetter ist gut. In der Menge, genau. Vielleicht liegt es da dran heute ein bisschen. Die Bezahlung hängt davon ab, wie viele Trauben du erntest. Tu dein Möglichstes. Traube. Wehe, du gibst heute nicht 20 Stück wenigstens ab. Traube. Ich hab gar keinen Bock, Traube. Traube. Du musst aber. Traube. Also nochmal hier für die Traube. Interessierten. Man kann da nicht hintergehen. Das geht wirklich nicht. Oder Ustra ist einfach zu blöd dafür. Oh nein. Traube. Mach mal Traube. Das macht Spaß. Siehst du, ich mach das Spaß. Das ist auch so eine Traube. So, sammel Trauben. Ich sammel doch. Mehr. Ja, mehr kann ich nicht wegbringen. Das erste Mal. Das Problem das ist, das sind 7. Nee, 8. Müsste ich 8 oder 9 müsste ich schaffen. Wenn ich den Rucksack voll mache. Vorher habe ich ja nicht voll gemacht. Zu Hause, wenn er da voll die Handeln hebt. So. Die Traube. Und. So. Insgesamt sind es 9. Ja, dann wirst du ja heute ein paar schaffen, ne? Ja, ich hoffe. Ich habe aber, wie gesagt, ich bin ja zu faul für hier jetzt alles abzuernten. Wir wollen aber das Geld, wenn wir schon bis 17 Uhr die Zeit verplempern. Ja, ja, ist klar. Dann können wir auch Trauben sammeln. Dann können wir es auch ernst nehmen, meinst du? Ja. Ich hasse gewissenhaftes Arbeiten. Ich hasse es. Komm schon! Das wird so nicht. Do it! Gib mir Trauben! Do it! Jawohl, da ist wieder eine. Do it! Siehst du, das funktioniert. So, hier ist aber nichts mehr, hier gibt es auch nichts mehr. Ich weiß ja nicht, die wachsen irgendwie nach oder keine Ahnung. Man kann die dann irgendwie nach ein paar Sekunden wieder abnehmen. Komm schon! Muss ein bisschen warten. Tu es! Do it! Gib mir Traube! Kommt schon, liebe Trauben, füllt uns den Korb ganz voll. Gib nicht Traube.
Vielleicht kannst du auch keine mehr nehmen. Also viele waren das ja jetzt. Ja, dann gebe ich trotzdem mal. Do it. Das dauert immer so blöd lange, Mann. Ich muss gleich mal gucken, ob ich um 17 Uhr nicht irgendwie nochmal in die Klinik komme direkt. Also ich habe ja alles andere jetzt geschafft. Wir wollen aber auch zu Popuri und An. Ja, eben. Genau, das meine ich ja. Achso. An weiß ich noch nicht. Insgesamt sind es 7. Wir werden vorbei. Nein. Achso, ja. Mehr gab's nicht. Danke. Bis morgen dann. Hier sind deine Sachen. Wie viel Kohle hast du jetzt gekriegt? Keine Ahnung. Wir haben schon wieder nicht vorher geguckt, wie wir es gesagt hatten. Nee. Aber guck jetzt mal auf deinen Geldstand. Der hilft mir ja nicht. Aber wir jetzt noch das. Ah, nee, ich habe ja nichts geerntet. Ein bisschen Eier haben wir gekriegt, bisschen Milch. Wir haben schon ganz schön viel Kohle. Ja, wir kriegen aber nicht viel von denen. Natürlich nicht. Hier sehen wir nochmal alle im Überblick übrigens. Also Mio könnte man verkaufen und ich glaube Popuri können wir verkaufen. Popuri kann man auch verkaufen. Und den Phönix, wenn es sein muss. Den Phönix können wir auch verkaufen, der ist sowieso. Nein, Quatsch. Also Mio und Popuri sind zum Verkauf. Genau. Und dann haben wir hier nochmal alle im Überblick. Guck mal, hier sehen wir noch, wie viele Eier ihr schon produziert habt. 230 Stück ist eine ganze Menge eigentlich. Gerdl und Freddy, geht's eigentlich auch ganz gut. Ich hoffe, kann man so viele Eier legen? Wachsen die nach? Jeden Tag. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Jeden Tag ein Ei. Ne? Und sonntags auch mal zwei eventuell. Und wenn du mich nicht fütterst, dann halt nix. Ja. Guten Abend. Ich hätte gerne einmal eine Blumenbestellung für die junge Dame hier. Danke dir, juhu, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Das geht klar, meine Liebe, das geht klar. Oh, ist da stimmt irgendwas nicht. Alles gut, alles gut. Ich freue mich zwar, dich zu sehen, aber weil das hier eine Klinik ist, bin ich auch immer ein bisschen besorgt, wenn du vorbeikommst. Ja, und es gibt irgendwie keine neuen Abstimmungen mehr für Frauen. Also, wer jetzt keine Ideen mehr hat, dann ist das ziemlich eindeutig, wer hier, Wir haben verloren, wir müssen Harvest Moon abbrechen, da Ellie gewonnen hat. Genau, Ellie hätte dann gewonnen somit und auf dem zweiten Platz ist immer noch die Popuri. Ich wollte immer noch tausendmal diese blöde Übersicht da reinknallen. Das Problem ist daran aber, wie gesagt, ne, wenn die liebe Ellie gewinnt... Ja, ich weiß, dann machst du nicht mehr mit. Ich weiß. Und gleich platzt das vor Kommentaren, weißt du, das Video. Yay, alle sind für Ellie. Mio ist raus. Wuhu. Nein, aber es wird ja, glaube ich, geguckt, weil wir das ja zu zweit machen. Und echt? Weil ich dann, ja, klar, weil ich nicht... Ich dachte, ich bin ein super geiles Super-Alien. Und nicht, weil ich irgendwie sag, guck mal, jetzt pflanze ich eine Blume. Jetzt gieße ich diese Blume. Sondern wir reden ja einfach nur so, sag ich jetzt mal, nebenher. Dann beschäftigen wir uns wieder mit Harvest Moon, dann wieder mit anderen Sachen. Und ich denke, dieser Mix aus dem, glaube ich, das wird gemocht. Ich bin wow, sicher. Danke dir. Gerne. Ich bewundere dich, wie du die Farm so ganz alleine bewältigst. Ich bewältige alles. Mein Bruder erzählt Gutes von dir. Ich habe auch Hochachtung vor dir. Soll ich mal mit ihm reden? Hallo, Kai. Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Ach, du bist Rick, genau. Du machst mich verrückt. Ich wollte gerade sagen, du hast schon wieder gesagt, ich soll mit Kai reden. Ich sag immer dem... Popuri und Mama sagen mir was Böses über Kai. Er ist beliebt bei Frauen, aber ich mag seine Art nicht. Ich dann auch er ist beliebt. Beliebt, hä? Huh? Naja, der ist beliebt. Der Kai ist übertrieben beliebt. Ja, ja. Aber beliebt? Beliebt, ja. Hör auf! Das ist wie Beischlaf. Ich kann mal einen Fehler... tun. Ja. Machen. Ja. Haben. Bezwingen. Erzwingen. Bezwingen. Wir bezwingen den Fehler! So, hier nochmal ein paar Sachen extra einpacken. Du musst den Trüffel einpacken, der bringt dir voll viel Geld. Eigentlich könnte ich ja noch in die Dings gehen, in die Kneipe noch, um 8. Könnte man ja machen. Dann könnte man da noch hier so ein bisschen den Blumenmeister machen, ein bisschen verschenken und sowas. Ja. An ihren zum Papa. An den Papa. An den Papa soll ich eine Blume schenken oder was? Ja, und dann sagt er, ich will dich als mein Schwiegersohn, Schnuckelchen. Boah, nee. Warum nicht? Der eine geht mir schon mal um Keks, wenn man den Blumen schenkt. Aber ich verstehe mich so ganz gut mit diesem Typen da, mit diesem Schmiedelehrling. Ja. Um was zu tun? Nee, ich weiß ja nicht, weil er auf meiner Farm war, dann zum Arbeiten. Ja, weil du der Einzige warst, der Letzte, der ihn mochte. Ja, eigentlich, ne? Deswegen hätte ich mich auch bei dir eingeschleimt. Und dann deine Sachen vergewaltigt. Ja gut, aber dafür hat er auch mein Feld sauber gemacht. Der ist schon gut drauf, der Typ. Das hätte ich nicht getan. Ja, ich weiß. So, ab in die Kneipe. Ab in den Kneipenberg. Ist ja immer noch keiner da hier. Duck ist gar nicht da. Rick ist da. Duck ist nicht da.
Ja, ist auch unwichtig. Hallo. Der hat seinen eigenen Laden zu führen. Danke dir. Ja, aber normalerweise säuft er doch um die Uhrzeit. Hallo, willkommen. Ja, der säuft doch jetzt nicht mehr, wo er zwei schöne Mitarbeiter hat. Ach so, meinst du? Ja. Ich glaube, das ist der Kräutermarkt, ne? Baust du auf deiner Farm auch Obst an? Ich werde dir wohl, Ich werde dir sagen, wie man Obstmilch macht. Also, hör gut zu. Du kannst entweder Ananas, Äpfel oder Trauben nehmen, gib sie mit Milch in den Mixer. Du kannst auch Erdbeeren, Traubensaft, Honig oder Zucker nehmen. Was? Hä? Ach, das ist ja cool. Ach, er hat mir ein Rezept verraten, weil ich ihm die Dinger geschenkt habe, weil das seine Lieblingssache ist. Okay. Cool. Das war aber kein gutes Deutsch da, was da stand. Nee, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe erst gedacht, ich lese es falsch, aber... Habe ich auch gedacht und dann lese ich das mit und dachte so, hä? Oh, danke. Also, wie gesagt, wenn man ihnen das Richtige schenkt, dann geben die hier, Kochrezepte. Das finde ich extrem cool. Das hatte ich ja von Anfang an gesagt, wenn man sich gut mit denen versteht, passiert das so. Kommt mal, Rick. Pilz. Ein Pilz, etwas, was du nie haben wirst. Oh, vielen herzlichen Dank, dankeschön, ja. Ist auch gut, dass er nie Pilz haben wird. Das zeigt nur, wie gepflegt er... Ja, gib den vergifteten Pilz den Typen. Oh, ich weiß, was ich zum Dank dafür tun kann. Ich werde dir zeigen, wie man Käsefondue macht. Weißt du, was das ist? Also, merk dir gut, was ich dir sage. Ostra mag kein Käse Fondue. Und so etwas wie Brot, das du mit einem Messer zu Häppchen schneiden kannst. Zum Kochen brauchst du einfach nur einen Topf. Einfach was. Und als Würze kannst du Salz oder Wein dazugeben. Das ist so kompliziert. Das sollte man ausprobieren. Cool, auf jeden Fall kriegen wir hier Rezepte. Und das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Rezepte kriege für mich. Persönlich. Sind die dann auch gesammelt oder musstest du dir das jetzt merken? Wir können gleich mal in der Küche gucken gehen. Ja. Ich glaube, man muss sich das merken. Weil das merkt sich doch kein Arsch. Der hat ja doch jetzt alles gesagt. Ich wollte noch die Trauben aus dem Berg holen. Die wollte ich nämlich diesmal nicht verkaufen, sondern wirklich mal in die... Tyltur-Tour legen. Tyltur-Tour. Und morgen ist wieder Samstag, das heißt morgen, also im Spiel, dann ist auch wieder der Shopping-Kanal auf und dann gibt's da wieder neue Haushaltsgeräte. Da müssen wir dann auch gucken, ob wir da was kaufen können. Das ist sehr wichtig. Ich persönlich finde es cool und wichtig. Und Popolist! Akropopolis. Püh, fast geschafft für heute. Ich bin froh, dass nicht geschehen ist. Ich auch. Warum sechselst du eigentlich? Magst du das nicht? Habe ich dir nicht verboten zu wechseln? Ja, eigentlich ja, aber ich dachte, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du das okay findest im LP. Ja, okay, finde ich okay. Ja? Ja. Ist in Ordnung? Ja. Ich akzeptiere dich. Sehr gut. Jetzt an meiner Seite. Ich bin so unten. Was? Ja, warum nicht? Ostra, ich muss dir was sagen. Ja. Sag es. Ich hab's vergessen. Sehr gut. Ich wollte dir sagen, dass ich nichts zu sagen habe. Danke, Mio. Ich wollte doch was Cooles sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Also das weißt du, woran das Problem liegt, dass du nichts Cooles sagen kannst. Weil ich ein super geiles, hyperintelligentes Alien bin? Nein, einfach deswegen, weil du... Naja, wie soll man das jetzt schonend ausdrücken? Du bist einfach so cool, dass wenn du was Cooles sagst, das nicht so cool wirkt, weil deine eigene coole Art das übertönt. Das war ja sogar nett. Ich dachte, du würdest mich jetzt beleidigen. War das nett? Sehr gut. Ja, es war nett. Läuft bei mir. Hä? Hast du dir selber gemerkt, dass du jetzt nett warst? Du hast zu mir gesagt, ich bin so cool. Ja. Ist das ein Problem für dich? Ja, du bist nett zu mir. Warum bist du nett zu mir? Hör auf damit, dass ich... Ich dachte, einmal im Leben können wir das ruhig machen. Nein. Ist echt schwierig hier. Nett zu sein und Heavis Moon gleichzeitig zu machen. Ja, ich weiß, deswegen... Für mich bist du immer noch derselbe Idiot. Tut mir leid. Oh, Ostrom! Nee, nicht... Das hat sich erledigt. Auf ewig. Ich hab aber dein T-Shirt angesabbert. Das macht nichts. Okay. Nee, es ist gar nicht angesabbert. Das war die Katze. So, wir haben... Nochmal hier schnell über die Übersicht gucken. Wir haben 29% der Farm immer noch. Bei den Wichteln waren wir auch lange nicht mehr. Aber wir versuchen uns da... Ich weiß noch, welche Wichtel. Nächste Folge kommt lila, blau und gelb wieder zum Nichts Vorschein. Nicht zu kurz, genau. Erst in den Kühlschrank gucken. Kühlschrank. Und dann werden wir ein bisschen Träubchen reintun. Aber nicht den Trüffeltoast da rein. Hast doch schon einen drin. Ja, ne, eigentlich nicht.
Ja, den Trüffel könnte man noch verkaufen. Das mache ich aber dann, den lege ich morgen da rein. Ist völlig egal. Kochen mit vorbereiten. Bitte warten. Einmal nehmen, gucken, ob wir die Rezepte jetzt haben oder nicht. Gericht zubereiten, siehste. Und nach Rezept kochen. Und da haben wir jetzt... Keins. Tja. Moin, moin. Oh, es wird hier nicht angezeigt. Hm. Naja gut, die haben... Achso, das ist wahrscheinlich so, weil die haben uns jetzt das Dings gegeben. Ja. Das, ne, weiß ich nicht. Das Gericht, und das hätte man sich jetzt merken müssen und dann musste das halt ausprobieren, sozusagen. Ja, das mit der Milch ist ja einfach, mit dem Mixer. Ja. Wenn du da jetzt Apfel oder wir haben jetzt natürlich keinen Mixer. Das sehen wir aber alles, denke ich mal, wenn es soweit ist. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie uns. Also sagen wir... Bis zum nächsten Mal. Ciao.